Fahrkarten, bitte. Nach Istanbul, danke. Und ebenfalls nach Istanbul. Besten Dank, in Ordnung, gute Reise. Es ist ein weiter Weg bis Istanbul. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Es ist die Abendzeitung. Vielen Dank, aber ich habe die Mittagszeitung. Aber vielleicht möchten Sie etwas Milchschokolade? Nein, danke. Ich mag nur zart, bitte. Wenn Sie lesen wollen, könnte ich Ihnen eventuell ein Buch leihen. Ich habe die gesammelte Ausgabe von William Shakespeare. Danke sehr, ich habe selber ein Buch. Ich habe die gesammelten Werke von Bernard Shaw. Vielleicht könnten wir eine Partie Schach spielen? Tut mir leid, ich spiele nur Skat. Hübsch wäre es, etwas Radio zu hören. Aber ich habe nur eine Musiktruhe. Auf meiner Achtkanalanlage können Sie Musik viel besser genießen. Sehr gut. Jedes Codewort hat gestimmt. Moskau arbeitet immer besser. Sie sind also Agent 69 männlich? Das ist richtig. Und Sie sind Agent Nummer 69 weiblich? Ja. Wir sind in Schwierigkeiten weiblich. Ich darf Sie doch beim Vornamen nennen. Ja, natürlich männlich. Amerikanische Agenten sind in Wien zugestiegen. Wir müssen so schnell wie möglich verschwinden. Oh, nichts wie weg hier. Wir flüchten zuerst durch den Speisewagen, dann durch den Schlafwagen und im nächsten Tunnel springen wir ab. Also schnell. Ja, schnell. Ich. Verdammt nochmal! Es geht nicht! Diese Erkennungsmerkmale sind einfach zu sperrig! Vielleicht sollten wir es nächstes Mal einfach nur mit unseren Nummern versuchen. Genau! Wer weiß schon, was 69 ist? Die Erforschung des Mannes ist Sache des Mannes, weil Männlichkeit der Frau immer ein Rätsel bleibt. Ontogenie rekapituliert Phylogenie. Alles Gallische ist in drei Teile geteilt. Die Hypothese des isozelen Dreiecks ist gleich der Summe der beiden anderen Teile. Wigwam panem octobus. Rase ponem rhinoceros. Das ist der Geheimcode. Sie sind also Agent 69. Und damit sind Sie 96. Das ist richtig. Also 69, wie lautet die Nachricht, die Sie mir überbringen sollen? Also mein lieber 96, das konnte ich mir beim besten Willen nicht auch noch merken.